Mein Name ist Wolf-Dieter Hoch, ich bin Geschäftsführer der RIZ Realinvest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen MBH mit Sitz in Hamburg. Etwas langer Name, unsere Fonds im Wesentlichen Realinvest, im Augenblick der sechste Fonds in der Platzierung. Herr Wiesner, mein Kollege, ist heute auch hier, der Vertriebsdirektor, der eben für Sie auch zuständig ist. Bitte schön. Ansonsten sind wir im Vertrieb letztendlich zuständig für die Platzierung und auch für die Befüllung letztendlich unserer Realinvestfonds. Schauen wir uns mal an, was wir eigentlich machen. Realinvest verhält sich im Prinzip wie ein vernünftiger Anleger. Werbung ist für uns der Bürobereich. So haben wir eben eine breite Streuung über Mieter, über Mietvertragslaufzeiten, über finanzierende Banken etc. Und das ist das Prinzip des Zweitmarktfonds, breit zu streuen. Als wir 2006 angefangen haben, das erste Portfolio aufzustellen, da hatte ich dann verschiedenste Fonds auf dem Tisch, unterschiedlichste Emissionshäuser, unterschiedlichste Fonds. Und jedes Mal hieß der Mieter Telekom. Da habe ich gesagt, das ist ja nun nicht wirklich eine Streuung, die wir da haben. Da habe ich ein Klumpenrisiko mit Mietern. Und deshalb ist es so wichtig, dass man hier breit streut. Denn wer weiß denn, was mit der Telekom in einigen Jahren wirklich passiert ist, welche Standorte sie aufgibt, wo sie sich konzentriert, ist sicherlich ein guter Mieter, aber es ist eben ein gewisses Mieterrisiko. Und deshalb haben wir ganz bewusst gesagt, wir wollen breit in diesen Fonds streuen. Und diese Bewertung, da bedienen wir uns heute der Deutschen Fonds Research, die ein Schwesterunternehmen von uns ist, die im Übrigen für Maritim Invest auch die Schiffsbeteiligung bewertet und für uns die Immobilienbeteiligung. Das Ganze passiert in Kooperation mit FERI Euro Ratings, sodass wir hier ein professionelles Research auch haben, auf das wir zugreifen können.